Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, Solidarität begrenzt sich nicht auf Corona. Solidarität begrenzt sich nicht auf Nationalstaaten. Wir dürfen nicht vergessen, was Solidarität auch bedeutet. Auch wenn es gut ist, dass wir gerade aus Solidarität zu unseren Mitmenschen zu Hause bleiben, dürfen wir nicht vergessen, dass viele gezwungen sind, ihr Zuhause zu verlassen. Solidarität mit den Menschen an den Außengrenzen der Europäischen Union. Nur ja jetzt evakuieren. Um uns herum herrschen Distanz und Stille. Eine soziale Stille, in der sich unsere Beziehungen zueinander, zur Wirtschaft und zum Staat verändern und formen lassen. Doch die Maschine im Hintergrund läuft weiter. Profite werden maximiert, Gewinne privatisiert und es wird bereits gerechnet, wie viel ein Menschenleben wert sein darf. In diese Stille, ohrenbetäubend laut, drängen sich unzählige Fragen an unzähligen Ecken und Enden Europas, an den Rändern und Außengrenzen, genauso wie in den Hauptstädten. Wie sollen wir Miete bezahlen, wenn wir nicht arbeiten können? Wie sollen wir ohne fließendes Wasser die Hände waschen? Wie sollen wir Abstand zueinander halten können, wenn wir in Lagern zusammengepfercht werden? Seit wann halten nationale Grenzen Viren auf? Wie sollen wir zu Hause bleiben, wenn wir keines haben? Warum müssen Bauarbeiterinnen weiter zur Arbeit gehen, wenn wir nicht mal zum Spazieren rausgehen können? Warum werden Demonstrationen verboten, aber die Arbeit in der Fabrik läuft weiter? Wie konnte es so weit kommen, dass unsere Gesundheitssysteme nicht auf Kranke vorbereitet sind? Warum müssen wir das System retten und nicht das System uns? Diese laute Stille wird untermalt von der täglichen Unsicherheit, von der Angst um das eigene Leben. Jeden Tag werden uns Statistiken unter die Nase gerieben, Statistiken, von denen alle StatistikerInnen sagen, dass sie nichts aussagen. Uns wird gesagt, wir hätten keine Ahnung. Wir wüssten nicht, was gut für uns sei. Irgendwer müsse über uns bestimmen. Wir müssen überwacht werden. Wir sollen uns nicht bewegen. Unsere Bewegungsprofile sollen überwacht werden. Die Reisefreiheit soll dauerhaft ausgesetzt werden. Wir werden vor dem Leben beschützt und in den einsamen Tod getrieben. Einige Menschen sind davon stärker betroffen als andere. Und natürlich trifft es gerade die Schwächsten der Gesellschaft am härtesten. Die AußenseiterInnen. Denn die europaweit verordneten Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen gehen von einem Individuum aus, das ein Zuhause hat, eine Aufenthaltsberechtigung hat, psychisch stabil lebt, einen Computer hat und einen Job, den es von zu Hause aus machen kann. Das mag für eine betuchte Oberschicht, vielleicht noch für eine gehobene Mittelklasse gelten. Doch für die Care-ArbeiterInnen und die HandwerkerInnen, die sich weiterhin erhöhtem Infektionsrisiko ausgesetzt sehen, oder für alle Selbstständigen, Ladenbesitzenden und Kulturschaffenden, ist dies der finanzielle und soziale Ruin. Die Mietkosten laufen weiter, alle Kosten laufen weiter, nur das Einkommen nicht. Nicht zu vergessen alle die, deren Kinder auf einmal den ganzen Tag zu Hause sind, betreut, gelehrt und gefüttert werden müssen. Und was ist eigentlich mit der sogenannten Risikogruppe? Den Ältesten unserer Mitmenschen. Ihnen Essen an die Tür bringen ist schön und gut, aber was jeder Mensch braucht, sind andere Menschen. Isoliert und unbeachtet in Pflegeheimen, mit unterbezahlten und überarbeiteten Fachkräften und ohne die Möglichkeit, ihre Kinder und Kindeskinder zu sehen, werden wir diese ganze Generation verlieren. Lass uns weiterschauen in die Straßen und Gassen deiner Stadt. Diejenigen, die da leben und nicht einfach nach Hause gehen können, sind nicht nur schutzlos dem Virus ausgeliefert, sondern werden seit den neuen Verordnungen auch noch von der Staatsgewalt drangsaliert. Wohin soll eine Person gehen, wenn sie im öffentlichen Raum wohnt? Wie soll eine Person ohne Einkommen eine Strafe dafür zahlen, draußen auf einer Parkbank zu sitzen oder zu schlafen? Diese Praxis des Vertreibens und Wegschiebens war schon vor dieser Krise ein Problem. Aber so werden Menschen immer weiter ins Unsichtbare geschoben. Statt Kontrolle braucht es gerade für diese Menschen aber einen angstfreien Raum, bedingungslosen Zugang zu Gesundheitsversorgung und Platz zum Wohnen.
Doch es gibt genügend Platz. In Europa steht mehr Raum leer, als es Menschen ohne Wohnraum gibt. Wenn wir die Augen wegrichten von den europäischen Innenstädten hin zu seinen Außengrenzen, dann sehen wir, dass da Mauern gebaut wurden, fest und fein. Mauern, die Menschen den sicheren Tod sterben lassen. Lager, in denen Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum ohne Zugang zu medizinischer Versorgung leben. Für mehr als 20.000 Personen gibt es weniger als ein Dutzend Menschen, die direkte Gesundheitsversorgung leisten können. Es gibt einen Mangel an fließend Wasser. Es sind Orte, die nie für die Dauer gedacht waren. Es sind Orte, die für 3.000 und nicht für 20.000 Menschen angelegt waren. Menschen, die dort leben, wird etwas Grundsätzliches verwehrt. Etwas, das nicht nur seit der Krise grundsätzlich ist, aber durch diese Krise einmal mehr sichtbar wird. Das Recht auf ein gutes, sicheres Leben. Seitdem der Virus dazu geführt hat, dass die Grenzbalken heruntergelassen, der Stacheldraht ausgerollt, die Maschinengewehre ausgepackt, die Polizeibefugnisse ausgebaut, der Überwachungsstaat ausgebaut, die Ausgangssperren ausgebrochen, die Strafen angesetzt, die Kommunikation zentralisiert, die Staatsspitzen als neue Führerinnen, Führer inszeniert und die Eigenverantwortung abgesprochen ist. Seitdem ist der Blick gebannt auf die Kurve, die Zahl der Infizierten. Aber der Blick ist weg vom Rest der Welt. Wenden wir den Blick mal zum Rest der Welt hin, zum Beispiel zu den Flüchtenden. Dahin, dass Krieg, Folter und Menschenrechtsverletzungen nicht einfach aufhören, bloß weil Krise ist. Corona hält in Brasilien und Mexiko nicht davon ab, dass Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten verschwinden und sterben. Es hält den türkischen Staat nicht davon ab, Oppositionelle und Willkürliche zum Staatsfeind erklärte zu verhaften und weiterhin die selbstverwalteten Gebiete wie Rojava anzugreifen. Die Krise löst nicht die Situation von geflüchteten Menschen, die unter sklavenhaften Zuständen in Libyen sind. Es löst auch nicht die Situation von geflüchteten Menschen, die in Bosnien oder sonst wo ohne gute Versorgung festhängen. Es wird aber weniger darüber gesprochen. Warum? Geflüchtete Menschen werden so zu Menschen zweiter Klasse degradiert. Menschen, deren gesundheitlicher Wert, deren Überleben von Entscheidungsträgerinnen, von Politikerinnen als nachrangig eingestuft wird. Das ist eine faschistoide Einstellung. Kein Mensch ist mehr wert als ein anderer. Menschen sind überhaupt nicht zu bewerten. Allen muss unabhängig von vermeintlicher Herkunft, sozialen Status, Staatsbürgerschaft oder sonstigen Faktoren, die herangezogen werden, um Menschen zu spalten, ein menschenwürdiges Leben, ein gutes Leben ermöglicht werden. Es reicht nicht, wenn die Kinder gerettet werden, soziale Zusammenhänge weiter zerrissen werden. Es müssen alle einen sicheren Platz bekommen, überall. Und die Möglichkeit, diese Krise gut zu überstehen. Das und nur das bedeutet ein solidarischer Umgang. Wer nicht in diesem Interesse agiert, sollte nicht für andere verantwortlich sein. Wer über solche Situationen entscheiden kann und sich dagegen entscheidet, Menschen zu unterstützen, trägt Verantwortung für humanitäre Katastrophen und auch Tote. So wie es Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker tun. Freiheit steht mit Sicherheit, geht ein altes Sprichwort. Und so, wie es gerade aussieht, bringt die Beschneidung unserer Grund- und Menschenrechte keine Sicherheit. Im Gegenteil, in etwa weniger als einem Monat hat ein autoritärer Wind ganz Europa erfasst und eine Zweiklassengesellschaft errichtet. Die Geschützten und die vom Schutz wegisolierten. Wir können uns denken, was als nächstes folgt. Deshalb ist dies ein Aufruf an uns alle, die Situation nicht länger hinzunehmen. Diese Krise ist keine Chance auf eine Veränderung der Welt. Die Veränderung der Welt ist bereits in vollem Gange. Wir können diese Veränderung in unsere Hände nehmen. Jetzt. Trotz den Ausgangs- und Kontaktsperren gab es in verschiedenen Orten Aktionen. Der Widerstand ist nicht still, sondern versteht, dass der Coronavirus dem Kapitalismus nur die Krone aufsetzt, die ihm noch gefehlt hat. Es gilt, emanzipatorisch und intersektional zu agieren. Es gilt, transnational zu agieren. Es gilt, über Grenzen hinwegzudenken und aktiv zu sein. Für die Freiheit und Sicherheit eines jeden einzelnen Menschen, so wie es in den Menschenrechten festgehalten ist und vielleicht darüber hinaus, gegen jede Form von Herrschaft. Für ein dezentrales, selbstorganisiertes und hierarchiefreies Miteinander aller Menschen. Ohne künstliche Grenzen, dafür mit gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme. Ohne Zwang zur Arbeit,
dafür mit kollektiv gestemmter Gesundheitsversorgung. Verschiedene Schlagworte verbinden dabei in Form von Hashtags die unterschiedlichen Anliegen und sozialen Kämpfe. Hunderte hängen europaweit unter dem Schlagwort Leave No One Behind und Grenzen töten Banner aus den Fenstern und machen kreative Aktionen. In Berlin öffnen am Housing Action Day unter dem Stichwort Besetzen Aktivistinnen zahllose leerstehende Wohnungen für Menschen, die Wohnbedarf haben. Rent Strike verbindet Kämpfe um das Aussetzen von Miete und Wohnungskampf weltweit. Unter dem Hashtag Remsiro Nomekaya rufen die zapatistischen Bewegungen zur Teilnahme an einer globalen Aktionswoche für das Leben auf, um den schlechten Regierungen der Welt zu entgegnen. Wir setzen unsere Kämpfe für das Leben und gegen den todbringenden Kapitalismus und das Patriarchat fort, trotz Pandemie. Also, verbleibt nicht in der Vereinzelung. Bildet Banden, digital und real. Werdet aktiv, bleibt aktiv. Banner malen und aus dem Fenster hängen. Plakate drucken und aufhängen. Beim Spazierengehen ein Schild mitnehmen. Druck aufbauen. Gemeinsam agieren. Solidarisch agieren. No one is safe until all of us are safe. Aktiv werden bedeutet, mit anderen agieren, alleine agieren. Nicht nur vor dem Computer. Politikerinnen werden nicht auf Petitionen reagieren. Petitionen können von ihnen einfach ignoriert werden. Schreibt E-Mails, schreibt Freundinnen, tauscht euch aus, lasst euch nicht vereinzeln. Der gegenseitige Zuspruch in den sozialen Medien verbreitet nicht den Diskurs. Geht in Kommunikation mit Menschen, mit denen ihr sonst nicht in Kontakt wärt. Macht mit anderen gemeinsam eine kleine Hauszeitung und schiebt sie den anderen in den Postkasten. Oder hinterlasst Flugblätter im öffentlichen Raum. Plakatiert die Stadt zu. Überlegt euch Aktionen. Seid kreativ. Beteiligt euch an solidarischen Nachbarschaftsgruppen. Oder, falls es bei euch keiner gibt, findet andere und baut gemeinsam neue auf. Bestehende Gruppen sind dabei bereit zu unterstützen. Nutzt eure Fähigkeiten, das, was ihr gerne macht. Ihr müsst nicht bereits politisch aktiv gewesen sein, um so etwas zu machen. Viele der Gruppen, die aktiv sind, können gerade alle Art von Support gebrauchen. Schließt euch mit anderen zusammen. Werdet bei bestehenden Plattformen aktiv. Beteiligt euch bei uns, bei CoView, beteiligt euch bei anderen Organisationen. Bildet Bezugsgruppen. Nur gemeinsam können wir den herrschenden Verhältnissen etwas entgegensetzen. Leave no one behind.